Politik im Fokus. Heute direkt aus St. Gallen zum Thema Coronavirus. Welche Auswirkungen hat das Virus auf das gesellschaftliche Leben und auch auf die Kulturschaffenden? Unsere heutigen Gäste, der St. Gallen Kulturminister, der Martin Klöti, und der FDP-Fraktionspräsident und Wartauer Gemeindepräsident, der Beat Tinne. Beat Tinne, bereits Ende Februar haben Sie müssen die Wartauer Fasnacht absagen, das wenige Stunden bevor sie gestartet ist. Wie haben dort die Leute darauf reagiert? Ja, die Organisatoren haben mit einem grossen Verständnis auf den Entscheid reagiert. Es hat sich aber natürlich jetzt im Nachgang auch gezeigt, dass es für die Verantwortlichen, die zum Beispiel einen Barwagen betreiben wollten, oder sonst natürlich für die Wartauer Fasnacht als Veranstaltungsorganisation, hat es doch recht finanzielle Einbußen gegeben. Martin Klöti, in der Zwischenzeit hat sich die Situation nochmal massiv verschärft. Das findet keine kulturelle und gesellschaftliche Anlass mehr statt. Ist das für Sie vor einem halben Jahr schon vorstellbar gewesen, dass so etwas in Ihrer Amtszeit noch passieren könnte? Gar nichts ist vorsehbar gewesen, natürlich nicht. Das trifft alle zusammen völlig unerwartet. Sämtliche Kulturprojekte müssen ja von langer Hand vorbereitet werden. Da muss man planen, man muss Leute engagieren, man muss Räume reservieren, man muss die Finanzen parat haben, mit Lotteriefonds gesucht zum Beispiel. Also das hat natürlich jetzt die ganze Kulturszene auf dem falschen Fuß verwünscht. Der Entscheid vom Bundesrat und auch von der Regierung ist sicher richtig. Was für Reaktionen kommen Sie da vielleicht gerade auch von Kulturschaffenden und Veranstaltern rüber? Sind die in der Zwischenzeit schon auf Sie zugekommen? Kulturschaffende sind natürlich per se flexible Menschen, kreative Menschen, Leute, die immer nach einem Weg suchen. Und von dort her gibt es jetzt ganz unterschiedliche Reaktionen, aber sicher nicht die, dass die Leute einfach verzweifelt oder aggressiv würden, sondern man muss jetzt überlegen, was gibt es für Wege, so eine Pause einzuschalten, zum Beispiel ein Festival um ein Jahr zu verschieben oder beim Theater Vorstellungen, die jetzt vorgesehen sind, später zu spielen, also Umstellungen zu machen im Spielplan. Das ist höchst anspruchsvoll, besonders wenn man internationale Gäste hat. Also die Kulturszene, die wird versuchen, einen Weg zu finden. Allerdings wird man jetzt einfach das Angebot schmerzlich vermissen. Und das geht mir persönlich auch so. Sie haben es angesprochen, das Angebot wird vermisst, auch von der Bevölkerung. Wie lange hält die Bevölkerung aus, sozusagen ohne gesellschaftliche und kulturelle Anlässe? Über die ganzen Jahre haben wir mit unserem Kulturangebot versucht, die geistigen und seelischen Reserven zu stärken von den Menschen. Und wer das gemacht hat, der kann, glaube ich, lange überleben. Und außerdem haben wir ja mit der Bibliothek, mit ganz guten Online-Medien-Angeboten, haben wir immer noch die Möglichkeit, dass man auch jetzt, wenn man ein bisschen isoliert ist, noch etwas konsumieren kann, dass man etwas lesen kann, Film schauen und so weiter. Beat Tinner, als Gemeindepräsident sind Sie ein Puls von der Bevölkerung, auch von den Veranstalten. Wie sieht es dort aus? Wird das Verbot akzeptiert oder sind da Behörden jetzt permanent den Bussen androhen oder aussprechen? Nein, es ist feststellen, dass sich die Verantwortlichen sehr konsequent verhalten. Also wir müssen da weder Leute anmahnen und sicher auch nicht büssen. Martin Klöti, für die Kulturschaffenden, Veranstalter, Caterer und Zulieferanten ist das ganze Geschäft jetzt eingebrochen. Was kann die Politik jetzt machen, um da grösseren Schaden zu verhindern? Weil die haben jetzt sozusagen kein Einkommen mehr. Also die erste Massnahme ist natürlich Information. Es gibt ganzen Haufen Fragen, nicht nur im Bereich der Kulturschaffenden. Und darum hat jetzt das Amt für Kultur eine Website aufgeschaltet, seit heute, ganz aktuell. Und dort kann man unter info@kultur.sg.ch die nötigsten Informationen abholen, damit man nicht immer die gleichen Fragen beantworten müssen. Das ist das eine. Und das andere, der Bundesrat wird am Freitag ausgesprochen zum Thema Kulturfinanzierung Aussagen machen. Und die St. Galler Regierung wird am Samstag nochmal eine außerordentliche Sitzung haben. Wir haben jetzt unseren Rhythmus
verändert. Das heisst, am Samstag, wir haben am Dienstag und jetzt am Samstag vorläufig Sitzungen. Das heisst, wir werden dann darauf reagieren, wie eben zum Beispiel, wie ein KMU kann Kurzarbeit geleistet werden, man kann Verluste kompensieren. Das sind alles Fragen, die jetzt anstehen, aber wir sind sicher da, um den Kulturbereich nicht jetzt einfach hängen zu lassen. Es wird schon einiges gemacht, wie Sie sagen. Beat Tinner, also auf Gemeindestufe, wie sieht es denn dort aus? Wird jetzt dort erwartet, dass gerade Kulturschaffende Veranstalten schon bald Sozialamt werden stürmen? Also derzeit sind vor allem natürlich wir auch mit Fragestellungen, wie es der Martin Klötti gesagt hat, konfrontiert. Also es gibt einen Haufen KMUs, Einzelunternehmer, Einzelunternehmerinnen, aber ich habe auch schon Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern gehabt, wo natürlich genau die Fragestellung von der Liquiditätssicherstellung, aber dann natürlich auch können, das Einkommen sichern, die sind alltäglich, werden an uns gestellt und da sind wir natürlich jetzt so froh, wenn dann vor allem am Freitag da der Bundesrat zusätzliche Massnahmen kommunizieren tut. Und dann bin ich überzeugt, wird man einen Teil von diesen Sorgen, die jetzt die Leute berechtigterweise auch an uns herstellen, können beantworten. Was raten Sie denn den Leuten, die jetzt sozusagen auf einen Schlag kein Einkommen mehr haben? Ja, das ist natürlich noch schwierig. Also wir können nicht jetzt ins operative Geschäft eingreifen. Auf der anderen Seite haben wir den Leuten jetzt geraten, dort, wo es möglich ist, so schnell wie möglich auch Kurzarbeit beanzutragen. Dann aber auch natürlich mit den kreditgebenden Banken den Kontakt herstellen, darauf hinzuweisen, dass sie allenfalls vielleicht auch mit Amortisations- oder Zinszahlungen könnten in Verzug kommen. Da hat es jetzt ja auch von seitens der St. Galler Regierung Gespräche gegeben mit den Banken, mit der Kantonalbank, aber auch mit der Ostschweizer Bürgschaftsgenossenschaft, um da versuchen, und da hoffe ich auch, dass das dann noch möglich ist, recht unkompliziert die nächsten paar Monate können durchzufinanzieren, vor allem auch die Betriebe und Einzelunternehmungen, die natürlich jetzt da sehr stark betroffen sind. Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, Kurzarbeit eben, zählt ja nicht für Einzelunternehmen, Geschäftsinhaber und so weiter. Ist ja häufig gerade in der Kulturbranche so, als selbstständige Erwerbende sind. Gibt es für die jetzt einen Fonds? Weil die können ja keine Kurzarbeit anmelden. Das stimmt. Wir haben jetzt eben gerade, der Beat Tinner hat es gesagt, Gespräche geführt mit den Banken. Also der Finanzminister und der Volkswirtschaftsminister sind bei den Banken gewesen. Wir haben sehr gute Reaktionen von dieser Seite. Das heisst, man wird kulant sein, man wird Möglichkeiten geben, dass eben wirtschaftliche Engpässe können überbrückt werden können. Und das bei Einzelpersonen, das muss man wirklich im Einzelfall beurteilen. Ein Fonds gibt es jetzt noch nicht. Wir warten zuerst mal auf das Signal vom Bundesrat vom nächsten Freitag oder von morgen. Das ist, glaube ich, schon morgen, jawohl. Und dann wird sich auch der Kanton müssen für so etwas bereit machen. Ein Haufen Kulturgeschichten, Angebote werden ja über den Lotteriefonds auch finanziert. Wäre auch denkbar, jetzt aus dem Kessel etwas zu nehmen, gerade für Härtefälle? Ja, nein, also ein Lotteriefonds ist natürlich da, dass man nach den Kriterien finanziert. Und wenn es jetzt einen Härtefallfonds gibt, dann würde ich sehr dafür plädieren, dass da die Staatskasse parat ist, wie auch für die Wirtschaft, dass man da nicht Ungleichberechtigung hat, nur weil es einen Lotteriefonds gibt, ob man jetzt quasi einen Notfallfonds aus dem Lotteriefonds öffnet. Das wäre auf Kosten von allen zukünftigen Projekten. Die Langfristigkeit, was denken Sie, was hat das langfristig für Kultur, für Auswirkungen und das gesellschaftliche Leben, wenn sich vielleicht die Situation dann wieder ein bisschen leitet? Wird es da einen Einbruch geben, eine Veranstaltung? Es gibt vermutlich einen Einbruch, es gibt aber auch sicher einen Nachholbedarf. Ich glaube, dass wenn nach ein paar Monaten dann letztlich das Leben wieder sich langsam fängt, dass dann besonders kreative Formate gefragt sind und da sollte die Kulturszene eigentlich eben die flexibelste sein. Wir hoffen natürlich, dass auch insgesamt das gesellschaftliche Leben sich wieder stabilisiert und da gehört ein gutes Kulturangebot absolut dazu. Beat Tinner, Grossveranstaltungen sind im Moment unvorstellbar. Denken Sie, dass das Abend wieder kommen wird oder ist nachher die Angst so gross, dass man Grossanlässe längerfristig meiden wird? Ich bin überzeugt, dass die Leute irgendwann wieder nach Hause gehen wollen. Sie wollen miteinander kommunizieren, sie wollen den Kontakt pflegen.
Ich kann mir aber durchaus so vorstellen, dass vielleicht inskünftig Anlässe, Veranstaltungen auch in einem anderen Setting oder mit anderen Überlegungen vorbereitet werden. Ich bin überzeugt, dass auch jetzt, vor allem weil wir auch die digitalen Medien nutzen können, man tut vielleicht weniger Sitzungen abhalten, dafür kommuniziert man auch über ein Telefon oder Videokonferenz. Da gibt es vielleicht auch einen Niederschlag in der Kunst- und Kulturszene. Ich bin überzeugt, da gibt es eine Veränderung, aber die Leute werden noch weiterhin den Bedarf haben, nach außen gehen. Sie werden noch weiterhin die Nahrung aufnehmen von der Kunst, Kultur, aber natürlich auch von den Events. Martin Klöte, Sie sind Vizepräsident von Konzert und Theater St. Gallen. Jetzt konkret dort, wie ist da die Situation? Ja, das ist ein grosser Laden mit über 300 Mitarbeitenden. Die Situation ist die, dass man bis Ende April alle Vorstellungen haben müssen absagen. Man kann zwar kurz Abend anmelden, also Musikerinnen und Musiker, die können zwar sich vorbereiten für gewisse Konzerte individuell, einfach nur ihren Part, aber gemeinsam können sie nicht musizieren. Bei Tänzerinnen und Tänzern ist es auch so. Die können zwar per WhatsApp einen Timeslot buchen im Ballettsaal, dass aber nie mehr als 5 Personen in so einem Ballettsaal sind, weil sie müssen weiter trainieren, anders geht es nicht. Beim Schauspiel, beim Musiktheater muss man wirklich von Produktion zu Produktion schauen, wie das aussieht. Aber der Betrieb, der ist jetzt sehr gefordert, besonders auch, weil man ja jetzt gerade dann noch vor dieser Saison steht mit dem Provisorium. Das ist schon eine grosse Herausforderung und jetzt kommt halt noch eine dazu. Beat Thinner, Politik ist gefordert, gerade auch für den Kulturbereich. Wenn Sie es heute so einschätzen, bleibt denn am Schluss für die Szene auch noch Geld übrig oder hat man fast keins mehr, weil man halt die Wirtschaft zuerst einmal stützen muss? Wie wären da Prioritäten gesetzt? Also ich glaube, Prioritäten müssen wir für alle gleich setzen. Ich glaube, man kann nicht eine Branche anders behandeln. Ich bin überzeugt, da wird auch der Bund und da wird, wenn der Kanton auch solche ergänzende Massnahmen treffen, wie wir das zum Beispiel im 2008, also vor 10 Jahren bei der Finanzkrise gemacht haben, dann nachher wird sicher ein hoher Anteil, und da gehe ich oft davon aus, Gleichbehandlungsgebote spielen. Aber ich bin überzeugt, dass wir vor allem auch für die Kulturschaffenden Möglichkeiten setzen müssen, damit sie da nicht sozusagen durch die Seile durchfallen. Verschiedene Solidaritätsaktionen sind schon am Anlaufen, gerade in den Social Media, die beispielsweise gesagt haben, Tickets, dass man da halt das Geld vielleicht nicht zurückverlangt von Veranstaltungen, die jetzt nicht stattgefunden haben, um so die Veranstalter und Künstler ein bisschen unterstützen. Was halten Sie von so Aktionen? Ja, ich denke, das sind sicher aus unternehmerischer Sicht sinnvolle Massnahmen. Zum Beispiel haben ja auch also Anlagen, Ski, Berggebiete, auch, jetzt natürlich auch die gleiche Situation. Man ist runtergefahren und die bieten zum Beispiel den Kunden auch jetzt einzelne, die ich selber kenne, Gelegenheit, dass man nicht benutzte Tickets halt dann das nächste Mal brauchen. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Massnahme. Aber diese Massnahme wird nicht das Liquiditätsproblem in erster Linie lösen, sondern stellt eigentlich dann die Betriebe und Veranstalter vor zusätzliche Herausforderungen. Und darum müssen wir jetzt ein Auffangnetz bereitstellen, damit die wirklich auch in Zukunft überleben können. Welche Auswirkungen hat denn das Coronavirus gerade auch beispielsweise auf die Realisierung des Klanghauses oder auf den Umbau und die Erneuerung vom Theater St. Gallen? Hat es da Auswirkungen? Im Moment sehen wir da keine, weil sämtliche Bauprozesse gehen vorläufig weiter, wie sie vorgesehen sind. Also auch Strassenbau, andere Bauten werden erstellt. Was Klangwelt betrifft, wir haben unser Klangfestival müssen verschieben aufs nächste Jahr. Das wäre jetzt Ende Mai gewesen. Das sind natürlich schon drastische Massnahmen und das wird uns auch ein bisschen Geld kosten. Jetzt noch zum anderen Thema. Die Leute sind aktuell eben sozusagen in den eigenen vier Wänden ja eingesperrt. Was raten Sie der Bevölkerung? Sie haben es vorher schon mal ein bisschen angesprochen mit der Bibliothek und so. Was raten Sie der Bevölkerung, als nicht kulturell aushungernd? Also geht ihr mal zuerst in eure Bücherschränke, schaut, was es da noch gibt, was man schon lange mal hätte wollen lesen oder anschauen. Und dann versuchen sie Online-Angebote zu nutzen, da gibt es genug. Es wird auch zum Teil gestreamt, das heisst, es gibt so Einzelkulturanlässe, natürlich nicht in grossen Gruppen, man kann das nicht als Theater machen, aber trotzdem, es gibt Angebote, die man auf Streaming überkommt und alle, die einfach
in der Kulturszene sind, sie sollen unbedingt jetzt zuerst einmal die Website konsultieren, die ab heute aufgeschaltet ist vom Amt für Kultur. Wenn man so in den Social Media schaut, sind die Kulturschaffenden kreativ? Sie haben es schon angesprochen. Auch Netflix wird mehr genutzt, bei Schulungen laufen zum Teil online. Haben Sie das Gefühl, hat auch einen Einfluss auf die ganze Digitalisierung jetzt? Bin ich überzeugt, dass wir da die Digitalisierung weiter vorantreiben. Und ich glaube, da haben wir in der Schweiz so gute Voraussetzungen. Ich denke an unsere Versorgung, sei das ein Glasfasernetz. Wir haben überall in allen Haushalten praktisch in der Schweiz einen Internetzugang. Und das ermöglicht genau in solchen Zeiten können weiterhin noch zu kommunizieren, vielleicht auch zu skypen, sich zu unterhalten. Aber ich bin auch überzeugt, dass zum Beispiel der Weg in den Bücherschrank bei einer Gemeinde, die sind immer noch zugänglich, dass man dort auch vielleicht kann, vor Ort bei uns in der Gemeinde warten vor einem Betagtheim ein Buch beziehen, falls man jetzt daheim würde feststellen, dass schon alle Bücher gelesen worden sind. Die aktuelle Verlagerung eben von der Kultur ins Internet, in die digitale Welt, haben Sie das Gefühl, da wird nachher bleiben? Gehen da so vielleicht auch zwischenmenschliche Kontakte mehr verloren? Oder kommt dann nachher schlagartig wieder zurück? Ich glaube, es gibt einen Schub in die Digitalisierung und das ist gar nicht so schlecht. Ich beobachte es bei mir. Ich bin natürlich als eine Person mit erhöhtem Risiko jetzt nicht mehr an Sitzungen. Das ist eine grosse Ausnahme, wenn wir so jetzt miteinander in einem Raum sind. Auch die Regierungssitzungen, die mache ich via Skype. Und die ganzen Möglichkeiten, die werden sicher jetzt gerade mal einfach aus der Not austestet. Wie das nachher wieder zurückgeht, da wird sich zeigen. Ich glaube nicht, dass es zum Nachteil ist, weil es gibt ganz einen Haufen Kulturangebote, die eben digital heute noch ein wenig genutzt werden. Vielleicht auch nicht von jeder Generation, dass sich auch eine ältere Generation jetzt plötzlich muss einstellen darauf, auch digitale Formate zu nutzen. Kino, Kleintheater, Zirkus, die haben ja sowieso schon zu kämpfen. Sehen Sie für die längerfristig noch eine Zukunft? Oder ist für viele da vielleicht fast ein Todesstoss jetzt die aktuelle Situation? Bei den Kino glaube ich es weniger als bei Zirkus, wo natürlich ohnehin die meisten schon auf der Kippe sind. Wenn man jetzt eine halbe oder eine ganze Tournee absagen muss, dann wird es sehr eng. Und das sind dann wirklich dramatische wirtschaftliche Crashes, die es gibt. Wir sind auch bereit mit dem Konkursamt, wo jetzt eine grosse Welle wird erwarten. Aber das sind halt einfach leider dann wirtschaftliche Entwicklungen, die der Staat muss versuchen, im Griff zu behalten. Zum Schluss noch, wenn man dann wieder frei ist, sozusagen, keine Einschränkungen mehr gibt, wieder unter die Leute darf, auf welche Frau wird sie sich am meisten? Ja, gut, ich bin natürlich jemand, der sehr gerne ins Theater, in die Oper geht, der gerne Konzerte hört. Also ich werde halt dann einfach das Konzert- und Theaterangebot wieder intensiv nutzen. Ich werde auch wieder Museen besuchen, die jetzt leider zu sind. Das wird einem fehlen, jetzt die nächsten Monate, aber da haben wir dann hoffentlich bald Zeit, das alles nachzuholen. Wie sieht das bei Ihnen aus, Beat Tinney? Hat es einen Anlass, den Sie jetzt nicht besuchen können, wo Sie sich besonders darauf gefreut haben, wo Sie hoffen, dass der noch nachgeholt wird? Oder auf welche Frau freuen Sie sich speziell? Ja, die Wüstenblume im Stadttheater. Die ist ausgefallen, aber da werde ich sicher bei anderen Gelegenheiten gehen. Ich freue mich aber auch, wenn ich wieder mal ein klassisches Konzert besuche. Beat Tinney, Herr Regierungsrat Martin Klöti, herzlichen Dank für das Gespräch. Hoffen wir, dass wir nächstes Mal wieder mehr zusammenrücken können, wenn wir miteinander reden, wenn das Coronavirus wieder vorbei ist. Das war es schon wieder von Politik im Fokus, heute direkt aus St. Gallen. Bleiben Sie politisch interessiert und vor allem auch gesund.